willkommen zu Vlog Nummer 2, Ernährung. Normalerweise decke ich meinen Tagesbedarf an Protein durch 1000 Gramm Fisch oder 1000 Gramm Huhn. Zusätzlich halt die Proteinshakes, wie der zum Beispiel aus Vlog Nummer 1. Heute mache ich eine Ausnahme, weil ganz im Ernst täglich Sachen, die fliegen oder schwimmen, geht gar nicht. Heute mal Rindfleisch und zwar in meiner Lieblingsform Burger. Ich weiß, diese beiden Burgerbrötchen bestehen aus Weißmehl größtenteils. Das sind nicht die Kohlenhydrate, die wir eigentlich zu uns nehmen sollten. Aber da ich zu 90% mich halt von Süßkartoffeln, Reis und Haferflocken ernähre, was den Bereich Kohlenhydrate betrifft, denke ich mal, bei 125 Kilo Körpergewicht und 90 Minuten Hardcore-Training am Tag kann ich die beiden Brötchen noch wegdrücken. Obendrauf also jeweils zwei von diesen Rindfleisch-Pads, das entspricht 400 Gramm Rindfleisch auf zwei Double Burgers. Obendrauf ein bisschen Tomate und Salat, eigentlich völlig unwichtig, auch gar nicht mein Ding, aber es sieht ein bisschen besser aus. Kohlenhydratversorgung in diesem Fall steht schon auf dem Herd. 300 bis 400 Gramm Süßkartoffeln, schmeckt zu Burgern einfach klasse, ist ein richtiges amerikanisches Mehl. Ist die zweite große Mahlzeit des Tages nach dem Frühstück, jetzt um 12.30 Uhr. Dazwischen gab es einen Shake und zwar den aus Vlog Nummer 1. Ich werde im nächsten Vlog meine dritte große Mahlzeit des Tages beschreiben, das Abendessen. Ich nehme drei feste Mahlzeiten am Tag zu mir und mindestens noch zwei Shakes. Aber dazu kommen wir später. Jetzt mache ich meine Burger, hau richtig rein und dann geht es ins Fitnesscenter Olympia zum harten Workout Brust heute. Macht's gut.